Freiburg zu Hause gegen Bayern. Ja, ich denke, das wird ein 1-3. Klarer Auswärtssieg. Schalke zu Hause gegen Ingolstadt. Ja, ich denke auch, das wird ein 2-0. Wolfsburg HSV, ein kleines Nordderby. Ah, ist schwierig zu sagen. Ich bin so der Typ, der steht auf viele Tore. 3-3. Augsburg-Hoffenheim 0-1 mit dem Tor in der Nachspielzeit. Bremen gegen Dortmund. Bremen hat die Klasse, aber Dortmund ist einfach zu stark, denke ich. Von daher ja, ein 3-1 für Dortmund. Darmstadt gegen Gladbach. Ich glaube, ein Punkt wäre für Darmstadt gut jetzt mit neuem Trainer. Von daher ja, Darmstadt spielt dreckig 0-0. Dreckig ist ja nicht, was nichts negativ behaftet ist. Leipzig-Frankfurt. Leipzig ist wieder im Tritt. Das wird ein 2-1. Leverkusen gegen Hertha. Ja, warum kein Auswärtssieg für Hertha in Leverkusen? Da läuft es auch ganz gut. Also Hertha gewinnt mit 0-1. Mainz gegen Köln. Ich glaube, Köln hat es Pulver verschossen. Mainz wird sich neu aufstellen nach einem schweren Abgang. Von daher Heimsieg für Mainz.